Abschluss des Wintertrainingslagers der Bayern in Doha. Ein Spiel gegen den heimischen Erstligisten Al-Ahli SC. Die Bayern in Durchgang 1 mit einer Mischung aus Erfahrung und Nachwuchs. Mit dabei unter anderem Marco Friedl, Felix Götze und Sandro Wagner. Jupp Heynckes gibt dem Winterneuzugang also gleich einen Platz in der Startelf. Und der hat auch gleich die erste Chance. 40 Sekunden gespielt. Eckball von der linken Seite. Kopfball Wagner, nur die Latte. Dennoch großartiger Auftakt der Bayern, die natürlich klarer Favorit in diesem Freundschaftsspiel waren und sich Chancen über Chancen erspielten. Die nächste Möglichkeit wieder Sandro Wagner. Dieses Mal scheitert er an Keeper Yazan Naim. Die nächste Möglichkeit, Kapitän Thomas Müller mit der Hereingabe. Nochmal Müller. Und da ist es James mit seinem starken Linken auf der Linie, gerettet von John Benson. Dann aber auch eine Chance für die Gastgeber, der ehemalige tunesische Nationalspieler. Chikaoui setzt sie da rechts durch. Und die erste Glanzparade von Sven Ulreich, der dann nochmal eingreifen muss gegen den Schuss von Ali Kaderi. Ansonsten Sven Ulreich überhaupt nicht geprüft. Auf der anderen Seite dieses Mal keine Abwehrchance für Yazan Naim gegen den Kopfball von Sandro Wagner. Also gleich das erste Tor des Neuzugangs in seinem ersten Spiel nach seiner Rückkehr zum FC Bayern München. Stark gemacht per Kopf. Noch eine weitere gute Möglichkeit für die Bayern in Durchgang 1. Müller verpasst die Hereingabe von Ribéry um wenige Millimeter. 1:0 die Führung der Bayern zur Halbzeit. Hochverdient. In Durchgang 2 dann nahezu ein kompletter Wechsel beim FC Bayern München. Tolisso, der einzige, der durchspielen durfte mit dem Treffer zum 2:0 nach der Hereingabe von Juan Bernat. Wieder per Kopf unter die Latte. Klasse Tor. Dann der schönste Treffer des Tages. Ecke von Vidal. Volley abgenommen von Arjen Robben. Da wurden Erinnerungen wach an das Spiel in Manchester beim Man U damals. Die Ecke von Ribéry, dieses Mal von Vidal. Die Bayern jetzt so richtig in Spiellaune. Vor allem auch Arjen Robben, der die Kapitänsbinde übernommen hatte in Durchgang 2. Lässt da 2, 3 Gegner aussteigen und dann die Riesenmöglichkeit. Kingsley Coman kann es nicht fassen, dass er diese großartige Vorarbeit von Arjen Robben nicht verwerten konnte. Dennoch machte es den Zuschauern riesig Spaß, diesem FC Bayern München vor allem in Durchgang 2 zuzusehen. Rafinha mit der Flanke, Vidal per Kopf und dann doch der Treffer von Kingsley Coman. Volley genommen, auch wenn der Schuss noch abgefälscht wurde, der wäre auch so reingegangen. Der nächste Treffer für die Bayern war noch nicht der letzte. Kingsley Coman, der machte mit seinen Gegenspielern, was er wollte. Und dann durfte auch der Nachwuchs ran. Niklas Dorsch mit dem Tor zum 5:0. Und auch das war noch nicht der Endstand. Nochmal der tolle Einsatz von Kingsley Coman, der dann noch Zeit hat aufzuschauen. Wo ist der Mitspieler? Da ist er, Niklas Dorsch. Das halbe Dutzend sollte aber noch voll werden. Niklas Süle per Kopf unter die Latte nach der Ecke von Arjen Robben. 6:0 dann auch der Endstand. Ein standesgemäßes Ergebnis am Ende. Die Bayern gewinnen klar in einem Spiel, an dem alle ihre Freude haben.